Willkommen zurück bei Let's Play Bulletstorm. Ihr erinnert euch noch im vorherigen Part? Da haben wir hier aufgehört, wo meine Kumpels wieder angeflogen kommen, meine Rockerbande, Rockerfamilie und alles. Und da fliegen sie auch wieder in die Gitter rein, wie als wäre hier ein verkaufsoffener Gittermarkt. Aber nun ja. Dudelei-Diedelei. Stirb! Und ja. Also actionmäßig ist das Game richtig geil. Nichts gespart. Oh, ich bin gestorben. Sehe ich das richtig? Ich bin gestorben. Ja, Tatsache. Hat man nicht aufgepasst und dann stirbt man. So schnell kann es gehen. Aber es kann ja jedem passieren. Ist ja auch oft sehr schwer. Ich weiß nicht, mein Le nächstes Let's Play wird wahrscheinlich, ja, werden wir dann sehen, was es wird. Vielleicht Fear oder Crisis. Viele haben ja in meinem Testvideo geschrieben, schöner schwarzer Bildschirm, nein, alles Feuer. Das Feuer war von, das war das Crisis 2 Ende, wo wir in die Alien-Burg, sag ich mal, eingedrungen sind und so. Und das werde ich vielleicht auch noch let's playen, damit ihr auch seht, das gibt's ja nicht, damit ihr auch seht, wie das alles passiert. Und vielleicht, heute haben wir den 9. April, 8. April, und vielleicht werde ich mir demnächst vielleicht noch ein Spiel zulegen oder ausleihen. Und das dann auch Let's Playen, also ein Blind Let's Play, was ich nicht weiß, also keine Ahnung habe von dem Spielverlauf, wie es abgeht. Und ihr wisst ja, was ich meine. Hier, die hängen immer so schön dran. Ich weiß nicht. Aber den macht's halt Spaß. Mein lieber Scholli. Ich weiß nicht, was ich den Rockern angetan habe. Seht ihr, das passiert öfters. Wenn man einfach mal, erst meint man halt, wenn der Kopf nicht angewachsen ist. Jetzt wisst ihr, woher dieses Sprichwort kommt. Es kommt aus Bulletstorm. Und sie hängen sich gerne an Gitterzäunen auf und verlieren auch mal oft gerne den Kopf. Ja, jetzt werde ich irgendwo wieder angeschossen. Aber ich sehe es nicht. Weil der Bildschirm mir zu klein ist. Ich sehe es nicht. Ich habe nicht gesehen, von wo der schießt. Ich muss eine Bildschirmvergrößerung machen. Oder machen wir weiter. Hier wieder das gleiche Gedöns. Leute herziehen, Leute zerstückeln, Leute die Körperteile abtrennen, bla bla bla. Gleiches Gemetzel. Wie in den anderen 100.000 Malen auch, wie ich verreckt bin. Hier, den lassen wir mal schön vorbeifliegen. Und geben mir noch einen dritten nach. Okay. Der ist tot. Dann wir mal. Da ist auch schon einer. Okay, das war jetzt ein Clipping-Fehler. Kann man verstehen, muss man aber nicht. Und der steht auch schon wieder auf. Und der bleibt liegen. Das ist ein kopfloser Indianer. Kann ich den aufs Bein abtrennen? Nein. Naja. Da ist auch noch einer. Ein Kopfloser.
Da oben ist der Lümmel. Den habe ich ja nicht gesehen. Naja. Okay, rennen wir hier schnell weiter. Treten diese 90, 60, 90 kleine Tischkante weg. Nein, das war keine Tischkante, Barrikade. Ist mir jetzt egal. Ich muss die Kapsel da bringen. Da sind wir auch wieder. Wo bleibt unser Kollege? Da rennt er auch schon. Da unser Arzt. Hier noch extra. Nein, ich habe gedacht, das wäre Sanitätskreuz. Jetzt müssen wir draußen warten. Und während wir draußen warten. Nein, das sage ich jetzt nicht, weil dann verderbe ich euch ja die Spannung. Jetzt merkt ihr, da kommt irgendwas, da ist irgendwas faul. Und guckt mal jetzt gleich nach links. Seht ihr das? Guckt mal, da ist ein Typ reingekommen. Und der Arzt hat es nicht gemerkt. Der Arzt kann sich nicht wehren richtig. Jetzt wird hier alles Staub. Staub, Staub, Staub. Und jetzt kommt ja gleich Blut. Da ist auch schon Blut. Blut ist immer gut. Werden wir versuchen irgendwie. Kriegen wir auch schon Gesellschaft. Und da ist auch noch einer. Aber der will sie nicht so leicht abwimmeln lassen. Wir haben ein echt heftiges Problem. Es versteht sich auf heftig. Und jetzt sehen wir eine Cutscene, wie hier unser Kollege in den Arsch geschossen wird. Und da sehen wir hier rechts, sehen wir Ölfässer, Zukunftsölfässer, und jetzt werden wir auch gepackt von Ishii, der ja wieder einigermaßen repariert wurde. Aber hier klemmt sich ans Fass und wir müssen abdrücken und boom. Und somit haben wir einen Teamkollegen weniger und haben den ersten Akt, Kapitel 1. Genau wie in den guten, keine Ahnung, die Schrift ist zu klein, wie ich euch ja gesagt habe. Genau wie in den guten alten Zeiten heißt es, glaube ich. Wenn ich so einigermaßen entziffern kann. Dann gehen wir mal auf weiter. Und da kommen wir wieder zur Cutscene. Kennen wir schon hier. Gray, hilf mir, hilf mir. Hilf mir, und da ist Ishii. Bitte, die Schmerz. Der Schmerz. Ishii, Gott. Gott sei Dank, du lebst. Und ja, hat einen technischen Fehler. Werdet ihr auch gleich sehen, was ich mit technischen Fehler meine. Nämlich genau jetzt. Habt ihr gesehen? Wie Undertaker. Ansatz zum Jokeslam. Ishii hebt Gray richtig am Hals. Und dann schmeißt er ihn weg. Ich kann die Cutscene auch wieder überspringen, aber das mache ich nicht. Und jetzt wird Ishii wieder der gute Ishii. Sein Systemfehler ist einigermaßen behoben. Unsere Peitsche haben wir auch mit Funkmeldungen. Und
Und ja, ihr könnt euch das ja unten alles durchlesen. Wie ja gesagt, die Schrift ist zu klein, ich kann selbst nicht lesen, weil ich ja, 10 cm Bildschirm habe, weil bei mir das noch nicht ganz so klappt wie gewollt ist, aber wenigstens ich kann schon aufnehmen. Wir haben jetzt ja eh Wochenende, habe ich ja eh noch ein bisschen Zeit, mich mehr damit zu erkundigen. Und ja, morgen schaue ich mal vielleicht nach einem neuen Spiel, vielleicht Dragon Age 2 oder ja, was mich halt so antörnt, was mich, ja, werde ich ja dann sehen. Laufen sie wieder zusammen, wie in einem Tag-Team, wie in einer Gruppe von Söldnern laufen sie weg. Und jetzt Missionsziel. Und bam. Geh in Deckung. Für was brauche ich Deckungen? Bam. Kommen auch schon wieder Feinde. Das kann ich immer schön wegtreten. Das macht dann auch immer so ein schönes Bada-Bam. Da kann ich wieder eins wegtreten. Da fetzen die Gegner richtig geile Heile weg. Und ihr wisst, was ich meine. Und dann rennen wir auf diesen Knochen, auf diesen Rückenknochen mit Rippen und alles dran. Sieht aus wie von einem Dinosaurier. Apropos Dinosaurier. Oh nein, dann spoilere ich ja wieder zu weit vor. Ist erst ziemlich am Spielende. Und hier ist unsere Box normal. Naja, da ist es auch schon. Hier kann ich eine Kapsel neue Benutzer wird. Kampf. Jetzt kann ich hier mit Select meine ganzen Skills anschauen. Wie ihr seht. Schild 3D Hut aktiviert. Aber ich habe gar keinen 3D Fernseher. Ne, war auch nur ein Spaß. Und da kommen auch schon unsere Freunde. Die hängen immer gern. Voodoo-Puppe, nochmal Voodoo-Puppe, nochmal Voodoo-Puppe. Und dann bettet sich noch ein ran. Und eine Explosion gibt es auch. Umweltterrorist, 250 Punkte. Ja, und ich glaube, dass ich mir jetzt mal was holen kann. Ja. Ich kann meine Waffe auftunen. Und so weiter und so fort. Es ist auch das Tor nach unten gegangen. Jetzt habe ich noch 864 Peitsche-Punkte. Und hier seht ihr Kaktusse. Und was gibt Kaktus plus Mensch? Kaktus-Eis. Kaktus-Menschen-Eis. Und ja, wenn ihr das Spiel noch nicht habt, ich würde es euch empfehlen. PEGI-Version, Amazon, nein, Amazon weiß ich nicht, ob es angeklappt hat, aber gamesonly.at ist meine erste Adresse. Würde ich euch empfehlen und ja. Und das sind auch noch unsere Freunde. Und hier schmeiße ich den Ölfässer hin, damit sie sich bedienen können. Und hier, ja, klingt jetzt langweilig, nur mit draufballern und alles so. Aber naja, das ist das und mehr seht ihr im nächsten Part. Bis dann und
Ciao.